Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blacktree Gaming. Wir spielen heute zu dritt Sunkland mit Achim, Phil und mir, dem Tupio. Hallo, und mein Holz. Wir sind wieder am Afrian. Ja, auf der Gummientenninsel. Die Insel heißt einfach Gummientenninsel. Ja, dann muss es hier eine Gummiente geben. Ich habe keine bisher. Gar nicht. Wir haben es mal wieder so gemacht, dass wir gedacht haben, den spannenden Teil lassen wir weg. Beim Farmen zu gucken. Genau. Ja, wobei wir die 5 Leute hier auch schnell weggeballert haben. Also. Und die Mutanteninsel, die wir vorher hochgenommen haben, war jetzt auch nicht wirklich. Genau, und dann haben die anderen Ich wurde getötet von so einem, der kam einfach aus dem Nichts und die standen direkt daneben und haben nichts mitbekommen. Wir haben Holz gehackt. Ja, eben. Gar nichts. Ja, weißt du, was der Begriff Noob bedeutet? Ja, übersetzt auch Achim. Pass auf, schon Chuck Norris sich dir. Also ich habe jetzt kein Erz mehr gefunden oder kein Ding mehr. Wenn ihr noch was seht, sagt ihr Bescheid. Ja, hier bei mir. Ich habe hier oben bei meinem Lagerfeuer was gesehen. Ah, okay. Ja, genau, da bin ich gerade. Ja, da ist noch, ja. Und da ganz oben auch. Was ist sicher ein geil platziertes Lagerfeuer. Ja. 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 Oh, ich bin voll. Ja, Mann, du bist immer voll. Immer bist du voll. Das klingt irgendwie ungesund. Ich geh erstmal. Ich bin zu schnell, das ist so windschnittig, weißt du? Ach so, ja genau. Die Picke ist windschnittig. Ja. Schnell, windschnittige Picke. Du hättest es auch abbauen können und ich würde es einsammeln. Ich habe ein halb volles Inventar. Ja. Wusste ja nicht, dass du mal was arbeiten willst. Ja, von mir aus kann ich auch nicht machen. Die komplette Insel erstellt. Ja. Ah, ja. 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 So, wo noch? Keine Ahnung. Unterhalb vom Ding oder warst du da jetzt gerade? Hier, und dann vom Feuer? Ja, ja. Da war ich jetzt gerade. Macht euch keine Sorgen, 100%, Alter. Wir können gehen. Ja, nee, das Holz noch. Mann, wer hat mein Boot wieder umgeändert hier? Es ist grün, nicht rot. Rot ist eklig. Grün muss es sein. Alter, ich habe 21 Baumwolle. Mach Stoff raus. Nee, Baumwolle kann man auch so. Ich könnte mir eine warme Jacke machen. Das ist jetzt wieder hell. Jetzt wo wahrscheinlich den Neusch. Ja, wir können ja dann weitermachen. Wie, unsere Boote sind voll. Ja, eben. Wir sind jetzt erstmal wieder. Also, ich habe noch ein fast leeres Inventar, nur die Sachen, die ich. Ja, aber wir brauchen nichts zu nahen, dein Insel fahren mit einem Boot. Lass mich doch mal ausreden. Nee. Wenn man gar nicht drüber diskutieren braucht. So, haben wir alles weg? Ja, hier haben wir noch einen. Ein was? Bäumchen. Achso. Ich fahr schon mal los. Statt dass die Insel nochmal absucht, weißt du? Nee. Es ist doch 100%. Heißt es auch für alles? Auch für Erz und so. Nee. Ja. Nur für Beuteil, ich dachte. Erz und Holz und so. Erz gehört, glaube ich, auch dazu. Also Holz gehört auf jeden Fall nicht dazu, das haben wir ja gerade gemerkt. Das haben wir gerade gemerkt. Ja, Holz. Ah, da hinten funkelt's. Mal ein bisschen tauchen noch, ein bisschen gucken, manchmal liegen so scheiß Fracks an der Insel. Boah, Alter, das ist hier tief. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Oh, hier zum Beispiel Rotalge, 3 Stück. Ja, geil. Damit. Hätten wir alles schon im Inventar vom Junior. Wir nehmen euch, der erfriert ja. Ach, Pussy. Und Krabben. Wenn ihr Krabben seht, killt Krabben. Ja, das war's, Arim, da ist nichts mehr. Da komme ich gerade her. Okay.
Also gut, dann können wir abbonnern. Jo. Oh, schöner Sonnenaufgang. Oh, traumhaft. Mutti, ich will ins Bettchen. Ich mach jetzt noch ein Foto. Ach, hier oben ist schön, du. Hier oben. Üben und üben. Drüben. Ja, geht doch weg. Ja, geht doch weg, genau. So. Hä? Ich weiß schon, dass wir nach rechts müssen da. Oh, ah, ich hab gedacht, das ist die Insel. So blöd. Ah, geil. Junior ist auch noch nicht weit gekommen. Ich war gerade noch bei Bertha oder so. Ich gehe mal kurz tauchen, hier ist ein Haus. Das ist am meisten immer geil. Ja, das ist der Händler. Nee. Er meint die Villa, glaube ich. Ja, er meint wirklich die Villa. Ach so. Ja, da wollten wir ja nachher runter, das habe ich ja vorhin gesagt, aber dann wollte er keiner. Ach so. Oh, hier sieht aber schon ganz gut aufgeräumt aus. Also da waren wir schon, hier liegen sogar Kistchen rum. So, was für eine Logik hast du jetzt bei dem beim Erzzeug und so? Hast du da schon gut aufgeräumt und sortiert oder? Moment. Bei Komponent. ja. Zeig's dir. Boah, Alter, haben wir jetzt wieder Eisenerz. 15, 20, 21. Also. Links oben. Hab schon Aachen. Drin. Dann erkläre ich dir halt nicht. Waffenteile, nee. So, Waffenteile, Schrott und Tuch. Schrott. Tuch. Samen. Ah, auf Leertasche taucht man auf. Geil. Ja. So. Wie Fisch wir jetzt haben, ne? Heftig. Ja, die Reusen halt. Die haben schon gut reingeklopft. Mhm. Also, das ist echt eine gute Investition. Ja, aber drei reichen auch gut aus. Ja, so viel fressen, so können wir nicht mal. Eigentlich reichen auch zwei aus. Was? Fischfallen. Ja. Ja, das war jetzt halt, weil wir viel hier waren und nicht auf Mission. Weißt, weil ich ständig rausgerannt bin und Junior, Ding ist voll hier. Erz, Roherz. Ja, chill, ich bin mich gerade am Entleeren, ne? Ja, ich sag's ja nur, dass es leer ist. Mensch, Phil, chill doch mal. Oh, Schwefel haben wir auch schon ganz schön ordentlich, du. Was haben wir? Schwefel. Wie Sparschwefel. So. Und das Schiffle ist leer. Dann kannst du bei meinen beiden machen. Ja, klar. Okay. Gleich pump gerade mal Wasser hinterher. In meinem müsste auch noch was drin sein.
drin seinen, Mann. Da ist halt was drin. Ist Ebis drin. Also wir haben uns bald keinen Platz mehr in unserer Luftkiste. In was? In unserer Kleiderkiste. Dann bauen wir halt noch eine oben drauf. Oder wir lassen halt jetzt zukünftig. Oder wir schmeißen die ganze Einser-Stoff-Scheiße mal weg. Benzin war hier. Samen. Komponente. Komponente. Also, Unit, du hast gemeint, du brauchst Baumwolle. Nee, ich hab nur gesagt, mit Baumwolle kann man, Baumwolle und Stoff kann man warme Jacke machen. Vielleicht bringt die was wegen Hitze, wegen Kälte und so, ne? Okay. Wegen warme Jacke. Alter, haben wir jetzt Zeug. Meeresfrüchteplatte. Oh, Alter, geil. Ja, die, da fehlen uns die scheiß Krabben noch. Nee, da ist eine fertige. Achso. Und das Glas nervt. Dass wir das nicht haben. Roh. Das ist fertig. Das ist fertig. Wie ist jetzt die Logik im Allgemeinen? Oben ist so günstiges Zeug, sag ich mal, und unten sind Fische und Fertigwaren. Ah ja, okay. Gut. Alter, haben wir jetzt Holz wieder? Geil. Ich brauche noch zwei Komponenten. Die Holzkiste ist gleich voll. Ja, da bringen wir welche in die Küche. Zum Nachfeuern brauchst du ordentlich Holz. Ja, ist so. Ja, ich bring da 60 Stück mit. Hast du eine extra Holzkiste oder machst du die? Nee, mach ich, brauch ich nicht. Beim Rohstoff. Gott ist drin. Danke dir. So, von den 60 Holz, die du mir gebracht hast, sind noch 6 dafür. Sehr gut. So muss sein. Gleich verballern. Ah, nee, da haben wir noch 20. 26, sorry. Was machen wir eigentlich mit so Waffenscheiße? Guten Waffen. Was meinst du jetzt mit Waffenscheiße? Ja, im Molotow-Cocktail und so. Waffenkiste. Waffenkiste ist wo? Unten links bei den Metallfässern. Hinten. Bei der Werkstatt. Unten links hinten. Hat jemand zwei Komponenten? Nope. Ich brauche zwei Komponenten. Ich habe keine Komponenten. Nein, wenn, dann haben wir es im Lager. Und mach halt erstmal das Zeug leer und dann kannst du weitermachen. Weißt du, das Schiff hinten ist noch voll. Das eine oder war voll. Jetzt immer. Da liegen 8 Komponenten hier rum. Ja, die sind doch, die habe ich doch eingeholt, Mann. Ich kann jetzt forschen. Dann forsch. Seid ihr ready für die nächste Stufe? Nee, sind wir nicht, weil wir sind ja nicht, wir haben ja nicht mal alles andere gebaut. So, Samen. Ist mir egal, ich forsche jetzt Stufe 3. So, Knüppel. Ach du Scheiße. Recycler. Ist egal. Nächstes Mal, ja, egal. Was? Nix.
8 Munitionswerkstatt, gell? Kleiner Generator. Recycler. Geil, Recycler, da ist Abfall. Abfalldingens. Mhm. Coole Sache. Rottpistole. Scheinwerfer, eine starke Stirnlampe, geil! Nie mehr im Dunkeln munkeln. Für alles brauchst du aber scheiß Komponenten. Ja, außer für Munitionswerkstatt. Das mache ich mal. Ja, das können wir ja ohne Probleme bauen, ja. Aber überleg mal, dass es gescheit irgendwie ist. Ui. Schrott, Gummi, Kupfer. Schrott. Muss reichen. Gummi. Das war Kohle. Passt. Ich habe immer noch Knüppel da. Oder? Mach ich jetzt mal oben rein. Mal nach. Leuchtscheiße hier, Leuchtfackel. Baumwolle habe ich noch. Wollen wir die jetzt gleich verarbeiten oder nicht? Der Junior will ja irgend so eine Jacke bauen. Also ich würde es mal ausprobieren, weil es gibt eine warme Jacke. Also Baumwolle liegt jetzt beim Stoff da drin. Gut. Wenn du willst, kannst du das auch bauen. Phil, du bist ja unser Baumeister. Ja, was ist? Wünschen wir noch eine Lebensmittelkiste oben drauf bauen? Ja. Bitte. Mhm. Danke sehr. Brauchen wir Komponente dazu? Nee. Eine Lebensmittelkiste. Ja. Wir haben nur noch eins. Außer der Junior hat jetzt noch irgendwo eins über. Yay. Ja, ich hab's in die. Ja, wenn du willst, es kann auch nur eine Holzkiste sein. Soll nur Getränke reinkommen. Ach so, ja, okay. Das geht. Das geht locker, der Tammer. Oben drauf. Ja, mach's. Oder in die Ecke. Ja, mach's in die Ecke, ja. Wird gleich zweimal? Nee, geht nicht. So, nee, dann lass. Das geht schon, aber ich meine jetzt von der Dinge. Ah, oh, da steht noch eine Fackel. Dann packen wir das Holz lieber da in die Kiste wieder. Nein. Oder keins mehr. Was? Ja. Wie viel Gewehrmunition hast du noch? Dreimal plus ein Magazin voll. Okay, wie viel ist ein Magazin? Holz ist drin. Danke dir. Also 10 Schuss habe ich noch. Okay. Und du, wie viel Pistolenmunition hast du? 32. 32. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Gewehrpatronen. Jo. Alter, da ist er noch Zeugs. Oh. Also für Munition braucht man Kupferbarren auf jeden Fall. Ja, also Kupfer haben wir genug. Wollt ihr vielleicht noch so einen Hochofen bauen? Das haben wir richtig. Bei Erz haben wir echt viel noch da. Zum Schmelzen meinst du? Ja. Ja, ich habe überlegt, ob wir den einen nicht anders bauen. So, jetzt ist der Ofen aus. Oh, halt. Dahin, Stoff. Kommt da hinten hin. Das war der falsche Stoff. Da habe ich noch eine Uhr. Bitte denkt mal dran, da wo die Deko-Sachen sind und so. Diese Kisten, da ist die Holztruhe da mit den wertvollen Sachen und die, das Zeug, das andere Zeug ist das Deko-Zeugs. Okay. Die haben so ein Pokal und so eine Dollarzeichen, da ist der Unterschied. Pokal ist Deko. Okay. Und Dollarzeichen ist Dollarzeichen. Verkaufen beim Händler dann. Mhm. Nachher. So, die Kiste ist leer, so, das müssen wir rein, da, 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 da. Ah,
Alter, was da noch Zeugs ist. Aber habt ihr auch verräumt oder habt ihr nur das Zeug in die Dinge geknallt? Ich hab alles verräumt. Achim, wer are you? Ich hab Muni für dich. Ja, hier, ich bin. Ich mach's in die Samenkiste. Junior, Anweisung an dich. Wenn wir auf Beutezug sind, das Zeug auch verräumen und nicht nur einfach in die Kisten knallen da, gell? Und nichts mehr verräumen. Ich hab nichts in die Kisten gemacht. Ich hab alles aus. Ist aber komisch, dass zwei Kisten proppe voll sind. Ich hab alles aus meiner Truhe rausgenommen. Und reingepackt. Ja gut, ich bin ja einmal mit dem Zünfer, das habe ich nur in Kisten gemacht. Ja, aber es waren jetzt 2,5 Kisten voll. Also. Das. Was habe ich denn jetzt noch? Jetzt muss ich mal in die Küche kommen. Für Küchenkram sitzt. Das ist eine Suppe. Das sind Erdbeersamen. Ne, Erdbeersamen kommen raus, gell? Erdbeersamen kommen raus, ja. Und chemisches Zeug. Wo so, ist Pilz. Da. Ich hab gebangene Bohnen. Trinken, Pilze. Angelköder sind woanders. Gebackene Dösen haben wir auch. Baked Beans. Benzin. Alter, das ist immer ein Heckmeck. Bist du sortiert, ist du? Ja, aber jetzt ist wenigstens mal sortiert. Ja, ja. So, jetzt sind wir wieder up to date. Jetzt kommt die nächste Ladung. Da, 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 da. Ah, jetzt ist alles raus. Okay. Gut. So, jetzt ist alles leer. Ding habe ich nachgetankt. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch. Haben wir jetzt eine Komponente? Eins. Nee. Mir fehlt eine Komponente, um eine Kiste zu bauen, aber das. Ja. Haben wir jetzt ja gesagt, brauchen wir eh nicht mehr dann, oder? Nee. Also, lassen wir die weg. So, eine Feuerschale habe ich hier noch drin. Wozu wollte ich eine Feuerschale bauen? Draußen. Ah, ja, stimmt. Den. Vier Stoff. Und Holz. So. Achim, ich habe nochmal Munition für dich. Die lag noch in der Kiste rum. Mhm, ja damit. Mach's wieder in die Samenkiste. Ich hab was vor. Warte mal. Du hast eh immer was vor. Lalalala, lass dich nicht verarschen. Also ich glaube, nahrungstechnisch sind wir jetzt echt gut aufgebaut. Ja, ich glaube generell jetzt auch mit dem Wasser sind wir gut. Ja. Und einfach ein Wasser, es gibt ein Eisenschwert. Und ich jetzt, warum bin ich jetzt zurück? Ah, Holz. So. Ist jetzt nicht geheißen, es gibt so eine halbhohe Wand. Nee, gibt eine Barrikade. Kommt erst noch. Es gibt kleine Rüstungsplatten. Das ist aber halt sehr klein. Und es ist auch keine Wand, also. Okay, okay. Mm.
Also das Wasserteil ist schon geil. Der Meerwasserentsafter. Ich baue jetzt mal so eine warme Jacke. Ne? Mhm. Ich habe einen Ausdauerbuff gebaut. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah, da ist es wieder. Guck mal, wie schick ich jetzt bin. 6. Au. Ja. So. Immer gleich schlafen. Schon wieder Zeit dazu. Hm? Schon wieder Zeit dazu. Hm? Bei Teenager doch immer für. Okay, also gut, ich habe eigentlich soweit alles verräumt. Endlich. Endlich. Dann gehen wir jetzt wieder pennen. Echt lange. Ja. Und was machen wir jetzt nächstes Mal, jetzt, dass wir gleich morgen früh Bescheid wissen? Knüppeln. Plündern. Ja, wo? Wo? Alles. Am besten irgendwo weit weg, weil ich könnte mir vorstellen, dass desto weiter weg, desto heftiger, weil... Ja. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die ferne Insel, glaube ich, war das. Die war ja richtig, richtig heftig. Ja, ne? Weiter weg jetzt. Wohin weiter weg? Also, so, warte. Hast du jetzt einfach Osten. Mal... Ja, genau, nach Osten düsen. Weil da gibt's noch ein paar Sachen. Ja, wir fahren dann morgen einfach nach Osten. Also zum Bürgerzentrum, Richtung Bürgerzentrum direkt und dann genau, weiter. Genau, einmal aufs Bürgerbüro was einscannen. Dann geht's ab. Also gut. Dann gehen wir jetzt pennen. Wir sagen Dankeschön fürs Zugucken. Lass ein Abo und Like da. Wir fahren morgen gleich. Also morgen aufstehen, fressen, saufen. Los geht's, okay? Korrekt. Hallo. Also dann gute Nacht und wir sehen uns morgen früh. Und ihr, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, liked und schreibt gerne, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss.